Wir sind in Über Tiere. Elfriede Jelinek, komponiert und in Szene gesetzt von Rüdi Häusermann. Er geht, hat uns vorher Christian Schenkermeier gesagt, einen besonderen Weg in der Umsetzung. Er ist ja auch Komponist, Theaterkomponist. Wie geht man einen Theatertext an? Oder welche Varianten hat die Kulturgeschichte und die Theatergeschichte uns bis jetzt da gezeigt? Ich glaube, eine große Frage ist, wie geht man einen Theatertext an und wie geht man einen Theatertext von Elfriede Jelinek an? Das sind einmal wahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Dinge, würde ich jetzt... Und wie geht man einen Theatertext an, wo die Autorin sagt, macht damit, was ihr wollt? Aber sie sagt es halt nur bestimmten Leuten. Ja, und die Frage ist auch, was das heißt, macht damit, was ihr wollt. Denn was heißt das? Das könnte ja genauso gut heißen, ja, setzt euch damit auseinander und entwickelt eine Haltung dazu und stellt euch dem. Das heißt, man könnte dann auch sagen, das ist eigentlich eine starke, große Forderung, die sie da stellt. Macht damit, was ihr wollt. Sie haben ein Symposium genannt, Ich will kein Theater. In welchem Zusammenhang hat sie das gesagt? Das hat sie in einem Theater-Essay gesagt und hat sich eigentlich gegen das traditionelle Theater gewendet. Gesagt, sie will das nicht. Sie will nicht dieses interpretierende Theater, sie will nicht das psychologische Theater. Ein Theater, in dem Schauspieler Figuren verkörpern psychologisch. Sie will ein anderes Theater. Und dieses andere Theater ist eben ein Theater, das nicht von der Psychologie herkommt, vom Illusionstheater herkommt, sondern eben neue Formen auch eröffnet. Äußert sie sich, wenn sie unzufrieden ist? Es gibt Komponisten, die dann in der Öffentlichkeit über ihre Regisseure sich beklagen. Sie äußert sich nicht öffentlich eigentlich. Nein, es gab meines Wissens in den 70er Jahren einmal eine Debatte um die Nora-Aufführung von Schildknecht. Genau. Das war auch das einzige Mal. Und sie äußert sich in Interviews zumindest, die muss man ja immer auch sehr vorsichtig genießen, ihre Interviews, das sind ja auch Kunsttexte, aber sie äußert sich in den Interviews zumindest immer dahingehend, dass sie sich nicht äußert und eben, dass sie auch ganz bewusst in die Regieanweisungen immer wieder hineinschreibt, macht doch, was ihr wollt, es kommt dann eine halbe Seite Regieanweisung und dann aber, ich weiß eh, sie werden es ganz anders machen und ich muss da Bia völlig zustimmen. Das ist dann natürlich eine, auf der einen Seite eine Aufforderung, sich damit auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite auch ein bisschen ein perfider Trick, weil man doch das Gefühl hat, die Autorin, wer das auch immer ist, schaut dann doch dabei zu. Die Erlaubnis zu bekommen, verunmöglicht es dann natürlich auch zu zerstören, weil wenn ich es eh darf, ist es ja auch kein Zerstören mehr. Und das ist mit einem einfachen Mittel, stellt sie die Regisseure, die Regisseurinnen für ein ganz großes Problem. Und ist natürlich Teil ihres Programms. Erwartet sie ein bisschen, dass sie die auch an Ideen überflügeln und übertreffen? Das müsste man Elfriede Jelinek selbst fragen. Gleichzeitig gibt es natürlich schon auch Theatertexte, die als solcher ja gar nicht mehr als Theatertext erkennbar sind. Also Wolkenheim zum Beispiel verzichtet ja gänzlich auf Regieanweisungen. Also der wird dann immer wieder auch fälschlicherweise als Prosatext in der Sekundärliteratur bezeichnet. Also es gibt beides. Es gibt einerseits dieses... Machen Sie damit, was Sie wollen, und dann kommen aber möglicherweise doch wieder sehr genaue Regieanweisungen. Es gibt aber auf der anderen Seite immer Texte für das Theater, wo es keine Figurenrede gibt, wo es eben gar keine Regieanweisungen gibt. Ihre kongenialen, früh verstorbenen Regisseure, Schlingen Sie von Schleef? Von Schleef hören wir dann jetzt ein Stück aus einem Sportstück? Ja, ich glaube, das sind zwei Regisseure, die auch das Theater selbst revolutioniert haben und mit Texten von Elfriede Jelinek das gemacht haben. Das heißt, ich glaube, man muss Jelinek auch als eine große Erneuerin des Theaters, der theatralen Form sehen, also mit ihren Theatertexten. Und gerade Schleef und Schlingensief haben ja auch ihre Texte quasi gesprengt. Also bei Schlingensief war das ja auch so eine Art von Transformationsprozess, dass er ihren Text in eine Art visuelle Ebene transformiert hat. Und die Machart des Textes, nämlich dieses Arbeiten mit Intertext, mit Zitaten, auf einer visuellen Ebene da eine Entsprechung dafür gefunden hat. Bei Schleef war das etwas anders.
ja, was bei Schläf eben spannend ist, ist auch die unglaubliche Präzision, mit der er an diesen Text herangegangen ist. Also wenn man sich die Inszenierung anschaut, fällt diese starke Rhythmisierung des Gesprochenen auf. Also auch diese genaue Durchplanung von Tonhöhe, von Sprechgeschwindigkeit, von Sprachmelodie. Ganz massiv ist es in einer 30- bis 45-minütigen Sequenz, wo der Chor eine relativ genau durchchoreografierte Kampfsportübung ausführt, und es ist der Text in einem relativ strengen Metrum, also einem 8-Takt-Schlag, der dann auch immer durch diesen unisono herausgerufenen Schrei 7-8 noch einmal strukturiert wird. Und dazwischen baut er aber auch noch sehr viel anderes ein. Also er nimmt neue Texte, die er in den Jelinek-Text integriert. Es werden sehr viele Gesangseinlagen auch eingebaut, die eigentlich jetzt überhaupt nicht jetzt im Sportstück drinnen sind. Also es kommt in der Inszenierung etwa Gott erhalte Franz den Kaiser, es kommt der Mozart-Kanon beim Arsch ist's finster vor, eine Chorsequenz aus Händels Messias, und teilweise werden dann auch gesprochene Passagen noch einmal in gesungener Form wiederholt.